Oh, Versetzungspfeile. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Jawohl. Ist das alles? Die Dämonen des Schlachtheim, sofort! Das ist jetzt echt unpraktisch. Ist die Frage, Fähigkeiten der List, tut das auch Schlösser öffnen, beeinträchtigen? Leider nicht, nur leise bewegen. Und ich nehme an, wir haben gerade keinen Trank der Meisterdiebeskunst oder sowas. Nein. Sieht leider nicht danach aus. Ja, in Ordnung. Was? Ist das alles? Also ja, das können wir probieren, wie wir wollen, weil es wird nicht drauf gewürfelt. Sondern einfach nur unser Skillwert ist abhängig gegen den Wert der Truhe. Was ich schon etwas doof finde. Hier haben wir alles geplündert. Ja. Ja. Und ja. Und ja, ihr nächstes Level up ist ein bisschen hin. Also vorher sind die zweimal dran. Ach, und er erst hier. Sag was, einverstanden. Die einzige Möglichkeit, die wir also haben, ist bei Oswald gucken, ob er einen Trank, Trank hat für Meisterdiebeskunst. Das ist nämlich der, der die Schlösser öffnen verbessert. Dann kehren wir nochmal zurück und knacken diese Truhe. Ich möchte mich ja nicht einmischen, aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Ja, deswegen gehen wir ja wieder hoch. Ich bin müde. Können jetzt Wenn den ganzen ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Truhe. Ich muss mich bald ausruhen. So. So nochmal ins Gemächer. Ja, wir gehen ja jetzt hier nach oben. Die Dämonen des Schlafes jagen. Einverstanden. Suchen noch mal die Gruppe auf hier oben. Die sollen uns beim Schlafen beschützen, weil ich will jetzt hier drin nicht unbedingt noch mal überrascht werden. Sind ja eh alle müde und erschöpft. Oh, jetzt stehen sie alle hier. Okay. Wie kann ich helfen? Sofort! Willkommen zurück. Braucht ihr jemanden, der Wache hält, während ihr euch ausruht? Ja, danke. So. Und ansonsten haben die nichts mehr zu sagen. Nee.
Gut, das heißt, dein Gewiss. Wir können die hier getrost hier stehen lassen. Ich dachte, wir könnten ihnen sagen, sie können nach Hause gehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof mit der Truhe, aber müssen wir halt machen. Ist ja zum Glück schnell erledigt dann. So, es gibt nämlich eigentlich keine Gegner mehr hier. Also es wäre mir neu, dass im Drachenauge was respawnen würde. Ja, das war das dritte Gebiet. Mit den Untoten. Also erstes Gebiet waren Echsenmenschen. Dann kam das zweite Gebiet mit Trollen und ein paar Echsenmenschen noch. Das dritte Gebiet war eigentlich nur Untote. Vierte Gebiet waren Fake-Priester und Yuan-Ti. Und das fünfte Gebiet waren nur Yuan-Ti. Ja, das war eigentlich das Drachenauge. Sind eigentlich relativ gut durchgekommen. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal Icewind Dale gespielt habe, war Xunomai auch ein richtiger Krampf. Aber glaubt mir, das wird nicht besser. In Ordnung. Es ist halt ein bisschen... Naja, sagen wir mal, dass man viele Sachen nur mit Glück gewinnt. Oh, hi. Geschehen. So. Einmal knuspriger Troll. Ja, Xunomai hatte nicht nur Yuan-Ti, sondern auch andere. Kreaturen unter ihrem Kommando. Unter anderem auch Priester. Oh, und sie ist schon weg. Ah. Gut, das heißt, wir können jetzt auch uns dünne machen. Ich habe gerade was rumlatschen gehört. Wir haben doch keine Trolle übersehen. Es soll geschehen. So, hier war die Halle des Eidechskönigs. Verstanden. So, und damit sind wir wieder draußen. Und können nach Kuldahar zurück. Und werden von Oroks angegriffen.
Verstanden. Was ist hier los? Danke für eure Hilfe, Fremde. Diese Biester kann man einfach nicht. Seht euch vor, von denen laufen noch mehr rum. Ja, Orks haben ein paar zweihändige Schwerter. Die können wir aufsammeln. Das sind die eben drauf. Woher in den neuen Höhlen sind diese Monster gekommen, die Kuldar gestürmt haben? Vor einem Moment auf den anderen wurde der große Baum angegriffen. Ich weiß es nicht, aber ich werde die Sache auf den Grund gehen. Jetzt muss ich ein paar Fragen über Kuldar stellen. Nein, gerade nicht. Oder Ferg, was hast du zu sagen? Hallo, da seid ihr ja wieder, mein Freund. Wie kann ich zu Diensten sein? Nichts gerade. Wir müssen erstmal die Orks. Ja. Neo-Orks. Was auch immer Neo an denen sein soll. Sagen sie alle, dass die fragen sich alle jetzt gerade, woher die Monster kommen. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Ja, würde ich gerne, aber wir haben Orks in der Stadt. Nehmt keine Gefangenen! Nehmt keine Gefangenen! Waren aber noch nicht alle Orks jetzt, oder? Eigentlich noch alle Hütten offen wegen mir, weil ich überall drin war. Sofort! Ja, sieht sofort fast danach aus. Also, ob wir hier noch irgendwo Orks finden, aber sieht fast nicht danach aus. Oh doch, da ist noch ein Euro. 2-3 Euro Orks. Auf in den Sieg! Euer Leben ist... Eine Schande, dass ihr gewaltig seid. So, das heißt, wir können jetzt mal Oswald besuchen. In Ordnung. Ah, wie schön, euch wiederzusehen, Reisende. Ihr seht heute etwas mitgenommen aus. Vielleicht bringt ja einer von meinen Trecken als Feuerwehrgesichter. Ja. Die Provision.
Nein, Ozzy hat keinen.